Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder ein weiteres Hide-and-Seek-Battle gegen den Beats. Moin, Hallöchen. Wir haben zwei gleiche Plattformen mit jeweils, ja, vier Käfigen, kann man sagen. Und wir haben diesmal vier unterschiedliche Mobs wieder. Einmal den Esel, können wir gleich mal rausnehmen, den Zombie-Pigman, Wolf und den Schalker. Die können wir jetzt alle in den Käfigen platzieren, wo ist eigentlich egal, nur dass der hier am kleinsten ist. Da würde ich zum Beispiel die Schalker platzieren, so da hinten die Esel. Aber das Prinzip ist wie immer wie folgt, wir müssen dann gegenseitig uns finden, wir verstecken uns als Tier. Also ich platziere mal hier am größten die 14 Esel, ich zähle jetzt einfach mal, 2, oh das ist ein Baby-Esel, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14. Ich habe so viele Baby-Esel. Falls ihr auch mehr schon mal von Hide and Seek sehen wollt, Leute, gerne Like da lassen, die Glocke aktivieren und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde mich freuen. Wir haben jetzt alles versteckt und nächstes Mal machen wir es vielleicht auch so, dass wir die unterschiedlich, also zum Beispiel zwei Pigmans mit Wölfen zusammenmischen und so weiter. Also falls ihr auch Ideen habt für das Format, gerne in die Kommentare. Und ja, Beats, willst du dich als erst verstecken oder willst du suchen? Ah, komm, du bist Gastgeber, du darfst dich heute mal als erstes verstecken. Okay, das mache ich. Und zwar fangen wir natürlich mit dem Esel an. Du hast 7 Versuche, die dann zu killen, ne? Oder mich herauszufinden, wer ich bin. Das ist kein Problem, ich rieche dich. Ich habe als Pikachu einen guten Geruchssinn. Okay. Da rieche ich dich von hier. Okay, also darf ich rüberkommen? Du darfst rüberkommen. 7 Versuche bei den Eseln, ne? Ja, genau. Boah, das ist halt schwer. Ich könnte halt ein Baby sein, jemand anderes so. Ich weiß nicht, ob er wirklich nur 2 Baby-Esel hier hatte, ne? Das ist das Problem. Bislang bewegen sich alle noch relativ... Obwohl, der ist ein bisschen auffällig. So, das ist mein erster. Oh, da war's nicht. Ich kann dich halt die ganze Zeit sehen. Ja, du siehst mich die ganze Zeit. Ja, die laufen halt auch rum und so und springen und jeder halt, ne? Man muss sich halt auch so bewegen, wie wenn man ein Tier ist. Okay, der ist auf jeden Fall nicht. Wie die den Mund auch manchmal aufmachen. Der zweite Versuch ist weg. Wow. Der ist es. Auch nicht. So, zack, zack, zack. Der nächste ist down. Oh Mann! Das wär's. Jetzt noch ein Versuch, wenn... Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du ein Esel... Hier, du bist das. Beats. Jetzt dreh dich mal um. Oh Mann, du warst großer, okay. Beats ist ready und ich suche ihn jetzt und ich habe 7 Versuche. Oh, der hat sich gerade auffällig. Wenn das der erste ist... Nee, ich dachte gerade. Okay, Spaß. Boah, 6 Versuche noch. Ich mache einfach mal ein Tier direkt. Nee. Boah, der bewegt sich aber doch zu schnell. Nee. Ich glaube eher einer in der Menge. Nein. 3 Versuche. Boah, es ist halt echt schwer. Am Anfang kann man fast nur raten. Naja, okay. 2 Versuche. Schau jetzt nochmal, wer sich hier irgendwie auffällig verhält. Ich glaube der hier. Ich glaube der ist zu lange. Nein. Oh mein Gott. Jetzt nur noch ein. Du hast nur einen Versuch. Die laufen alle so komisch. Oh ne, ich glaube mal, der ist gerade gelaufen. Der hier. Du kannst nicht zur Seite laufen. Wow, das pusht ihn. Eins von beiden. Ich glaube mal, ich gehe jetzt einfach mal auf das. Nein, wer wärst du? Oh, okay. Also es ist unentschieden bisher. Ich verstecke mich jetzt als Wolf. Ich verwandle mich. Kurz was essen. Okay, und dann kann es losgehen. Okay, ich bin bereit. Du bist... Oh, jetzt ist halt... ...hier in dem Käfig drin. Also einer von... Von 11 Wölfen ist der Phil. Ja. Ja, sehr wahrscheinlich bist du in der Menge. Das 4 Versuche, Beats, ja. Mhm. Wie die alle schauen. Oh, 3 Versuche nur noch. Oh, die sind sogar One-Hit. Die sind sogar One-Hit. Ja, da musst du aufpassen. Alle so schräg. Guckst du auch so schräg? Ja. Ja, ne? Alle. Warum? Tja, man muss sich ja unauffällig verhalten. Nein! Ja, das bist du wirklich! Oh mein Gott. Und ich habe 4 Versuche. So, und mal schauen. Oh, ich glaube, du bist nicht in der Menge. Wow, wow, wie ist denn der auf einmal gesprintet? Der eine, als ob der das nicht ist. Wow, wow, wow. Nee, der war's nicht. 3. Der ist ja richtig in die Ecke gesprintet. Der auch jetzt auf einmal. Die rennen ja richtig bei dir, also das ist unfair. Ich gehe mal auf den. Nee, da war's auch nicht. Jetzt habe ich nur noch 2. Boah, war das einer hier in der Ecke vielleicht? Komm, geht mal hier raus. Gott, Alter. Aber man kann es nicht wissen, wer verhält sich jetzt hier auffällig. Mal einfach den. Nee, einen noch. Oh mein Gott. Jetzt hat Beats wahrscheinlich Angst. Jetzt habe ich sehr viel Angst.
Ich nehme mal den. Nein, wo warst du? In der Ecke? Sag nicht, dass du in der Ecke warst. Oh mein Gott. Also ich bin tatsächlich am Ende, als die gesagt haben, als du gemerkt hast, dass sie alle rennen, bin ich auch zweimal so rübergerannt. Okay. So, da komme ich rüber. Da ist einer der 8 Zombie-Pigments. Und du hast nur noch 2 Versuche, glaube ich, oder? Ja, jetzt beim... Ja, genau, das beim vorletzten habe ich 2 Versuche. Bei 8 Stück ist schon krass. So, ich glaube, du bist es. Ey, lol. Ey, die greifen mich an. Wie fail ist das? Gut, jetzt aber, komm. Ja, wir machen das jetzt mit Kühen, Leute. Ja, kein Problem, kommt ja beim gleichen raus. Die hier bist du. Die in der Mitte. 1, 2. Als ob! Nein. Die war es nicht. Ach Gott, ich war kurz verwirrt, weil da kann dieser Effekt. Ja, die Animation. Hatte. Oh Gott. Puh, okay, das war quasi mein erster von 2 Versuchen, ja, oder? Leute, wenn er mich jetzt muss ich noch ein bisschen mehr beobachten. Nein, nicht so lange, nicht so lange. Also ich muss gucken, ob du dich auffällig verhältst. So, okay, hier bist du. Nicht? Doch, die bist du. Jawohl, boah, die war die nebendran. Du warst die daneben, schade. Wie ärgerlich. Da muss ich jetzt noch aufholen. Der Ecke hat gar nichts gemacht bisher, deswegen gehe ich einfach mal auf die, ohne lang zu fackeln. Aber sie war es nicht. Beat, sag mir, wer bist du davon? Dein letzter Versuch kommt jetzt, ne? Ja, mein letzter schon. Es ist halt so schwer. Die hier vielleicht? Ich glaube, die ist es sogar. Ja, du warst im Game mit 1, du bist es. Ach so, lol, das nice. Ist ja wirklich. Stimmt! Nice, jawohl! Oh Mann! Oh mein Gott! Aber ich hab mich doch gar nicht verdächtig gemacht, oder? Ein bisschen vielleicht, ein bisschen. Oh Mann! Aber es steht 1-1 und jetzt entscheidet sich beim Schalker-Versuch, wo wir nur einen Versuch haben, wer das Battle heute gewinnt. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das fällt leider auf. Man hat eine andere Textur. Beats kann kommen und nächstes Mal machen wir ein cooles Mob-Battle, würde ich sagen, mit Creepern und so weiter, mit allem Möglichen. So. Okay, ja, Creeper wird sportlich. Ja. Gut, okay. Ein Versuch habe ich. Einer ein dieser Versuch. 3 Chicken bist du. Mensch, die süßen Chicken. Ich weiß, welches du bist. Ach komm, probier's doch. Du bist doch. Das hier. Probier's doch, Beats. Nein, ja! Wie? Ich habe das Ding angeguckt und dann dachte ich mir, okay, wenn er sich jetzt so bewegt, dann ist es auf jeden Fall gespielt. Weil der hat sich einfach die ganze Zeit gar nicht bewegt und das würdest du nicht machen. Und dieses Ding hier war voll verrückt drauf. Der hat irgendwie ganz viele gemacht. Du warst so das Mittelding und dann dachte ich, okay, das bist du. Let's go. Ich habe nur einen Versuch. Oh nein. Die stehen natürlich jetzt alle still. Nee. Boah, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist so auffällig gerade nach vorne gelaufen. Ich glaube schon. Also wenn es das nicht ist, ich beobachte die nochmal weiter. Ich schaue mich alle jetzt auf einmal so an. Safe. Jawohl, du warst... Jawohl. Nein. Oh mein Mann. Gott. Falls ihr mehr von Hide and Seek Battles sehen wollt, Leute, lasst gerne mal ein Like da. Aktiviert die Glocke. Bei Beats nehmen wir auch was auf. Schaut vorbei und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und ciao. Euer Chicken Beat.